Hallo miteinander und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Thomas Schmidt-Konz / Maratomi. Heute am 22.03.2021 wieder aus meinem Sendestudio in Forchheim bei leider wieder ziemlich trüben Wetter und spät winterlichem Wetter, wobei es jetzt ein bisschen wärmer gegenüber gestern geworden ist, weil gestern hat es bei uns noch geschneit. Ja, heute sitzen Sie ja wieder in Berlin zusammen und wollen in Ihrer Corona-Runde über neue Corona-Maßnahmen entscheiden. Ich denke mal, jetzt ein Jahr, ein gutes Jahr nach dem ersten Lockdown, sollte man vielleicht mal die bisherige Strategie überdenken, aber ich befürchte, da kommt nichts Neues heute und die Misere wird halt immer so weitergehen. Ich glaube, langsam der Regierung geht es nicht mehr um die Sache, sondern nur noch darum, nicht ihr Gesicht zu verlieren und nicht der heiligen Kuh oder dem goldenen Kalb den Inzidenzwert abzuschwören. Aber da heute ohnehin nichts groß rauskommen wird, wollen wir uns doch lieber schöneren Themen widmen. Vor einiger Zeit habe ich euch ja die dritte Investurkiste vorgestellt, wo dieses interessante Album mit den Plattenfehlern und Abarten mit enthalten war, dass wir es ziemlich schnell überflogen haben. Und da haben sich jetzt einige gewünscht, dass ich einen Extrafilm zu dem Thema Abarten, Plattenfehlern mache. Und dann schauen wir uns da mal noch genauer einzelne Marken darin an. Und da möchte ich auch noch ein bisschen auf das ganze Thema etwas eingehen, auch vom philatelistischen Standpunkt. Das wurde ja auch von verschiedenen Personen gewünscht. Ja, bevor wir aber damit loslegen, möchte ich euch bitten, noch meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Dazu einfach den Abonnieren-Button rechts unten anklicken. Und wenn ihr immer die Klingeling daneben noch anklickt, dann bekommt ihr auch immer gleich meine neuesten Filme über eine Mitteilung mit. Ja, dann schauen wir uns doch das Ganze mal an. Was empfehle ich für eine Literatur? Natürlich wird man beim Thema Plattenfehler nicht um den Michel Deutschland Spezial herumkommen. Und zusätzlich im Michel Deutschland Spezial sind eher nur die eher markanten und besonderen Plattenfehler aufgeführt. Wenn man noch über weitere Plattenfehler, Abarten und so weiter was erfahren will, dann empfehle ich dieses kleine Büchlein vom Schandl Verlag. Da steht Schätze in der Briefmarkensammlung Plattenfehler der BRD von 1949 bis heute. Das passt vorzüglich, weil die Marken hier drin praktisch nur von der Bundesrepublik bis auf ein paar wenige Ausnahmen sind. Ja, dann noch ein paar Definitionsfragen. Da gibt es so eine kleine, sehr übersichtliche Einführung in dem Buch. Darauf möchte ich jetzt einfach eingehen, da ein paar Zitate von mir geben. Ist vielleicht besser, als wenn ich jetzt was sage. Ich bin ja mehr Generalsammler. Ich sammle alle Weltklassik und so weiter und bin eher kein Spezialsammler. Möchte aber euch heute trotzdem das Thema vorstellen. Mein Fachwissen ist jetzt nicht so groß, deswegen möchte ich auch gerne ein paar Sachen da aus diesem Buch zitieren. Was ist überhaupt eine Abart? Unter einer Abart versteht man alle Abweichungen bei Druck und Zähnung von der ursprünglich gewollten Marke. Also wenn der Druck anders aussieht oder die Margen verzähnt sind oder gar Teile der Zähnung fehlen und so weiter, dann spricht man von einer Abart. Ja, und dann gibt es verschiedene Abarten. Da gibt es zum Beispiel einen Abklatsch. Das ist ein seitenverkehrter Abdruck des Magenpilz auf der Briefmarkenrückseite. Da haben wir jetzt in der Sammlung, glaube ich, nichts zu zeigen. Oder ein Druck, dass das Ganze auf die Gummiseite aufgedruckt wurde. Also solche Sachen gibt es auch. Dann schauen wir mal weiter, was es noch so gibt. Ja, dann natürlich die teilgezähnten, ungezähnten, verzähnten Magen, hervorgerufen zum Beispiel durch einen Defekt der Zähnungsmaschine. Und wenn jetzt eine Marke in verschiedenen Schritten gedruckt wird, kann es auch mal vorkommen, dass ein Druckgang ausfällt, dann fehlen einfach Teile vom Magenbild. So wie Teile vom Druck ausfallen können, gibt es auch die Möglichkeit des
Doppeldruckes. Ich zitiere hier einfach, er entsteht, wenn ein Bogen zweimal durch die Druckmaschine läuft, aber bei den heutigen Druckverfahren ist das technisch so gut wie ausgeschlossen. Dann handelt es sich um einen Doppelbilddruck. Ja, und beim Doppelbilddruck, da sind glaube ich ein paar drin in dem Album auf der ersten Seite, was euch dann noch zeigen. Da werden Schrift- und Bildkonturen erscheinen doppelt, hervorgerufen durch einen doppelten Auftrag des Druckbildes auf das Gummituch beim Druck. Kann auch entstehen bei einem kurzen Maschinenstopp zwecks Reinigung oder Wartung. Und als dritte Form des sogenannten Doppelbilddrucks gibt es noch den Schmitz-Druck. Da sind Schriftzüge und Bildkonturen haben einen Schatten, zeigen also ein schwächeres zweites Bild. Manchmal kann man dann diesen Doppelbilddruck und Schmitz-Druck nicht so gut unterscheiden. Schauen wir mal, wie es hier jetzt in diesem Album aussieht. Da haben wir ja ein paar so Fälle, ob das jetzt eher ein Schmitz-Druck oder ein Doppelbilddruck ist. Ich bin hier leider gar kein Experte auf diesem Gebiet. Vielleicht kann dann der eine oder andere Kommentator da noch was dazu sagen. Ja, dann kommen wir eigentlich zum wesentlichen Thema. Das ist auch der Schwerpunkt dieser Sammlung. Das sind die Plattenfehler. Ja, schauen wir mal einfach rein, wie es hier definiert wird. Ein Plattenfehler entsteht durch einen Fehler auf der Druckplatte. Und da weicht dann halt das Magenbild davon ab. Und da wurden ziemlich viele Magen dann mit diesem Fehler gedruckt. Also der ist dann quasi nachweisbar. Es ist nicht so ein zufälliger Druck, wo zum Beispiel, wenn auf die Platte da noch so ein, da gibt es ja diese Butzendrucke auf der Druckplatte oder Gummituch haftende Fremdkörper, die bloß so temporär drauf sind. Das sind dann mehr Druckzufälligkeiten und das sind dann keine Plattenfehler und werden auch deswegen nicht katalogisiert, können aber trotzdem, weil sie oft sehr große Unterscheidung vom regulären Magenbild haben, können trotzdem sehr auffällig und interessant sein. Eigentlich ein Sammler, Spezialsammler, die lieben mehr die Plattenfehler, die nachweisbar sind. Und da unterscheidet man drei Formen von Plattenfehlern. Da gibt es einmal den primären Plattenfehler, der von Anfang auf der Druckplatte ist. Diese Fehler schleichen sich schon bei der Vervielfältigung des Urklischees ein. Also da wird ja das Magenbild, auf einer Druckplatte gibt es ja das Magenbild mehrfach, damit es wäre ja umständlich, wenn auf einer Platte oder dann halt auf einer Rolle und so weiter nur eine Marke abgebildet wäre, sondern das will man ja dann auf der ganzen Platte dann und da gibt es dann manchmal Abweichungen. Dann gibt es auch sekundäre Plattenfehler, die während der Montage der Druckplatte entstehen. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Schraubenzieher auf die Platte fällt und da die Platte da irgend so einen Sprung oder was kriegt, dann sieht man das natürlich im Magenbild und das kann man dann auch immer nachweisen. Und oft ist es ja dann auch auf eine Feldnummer bezogen. Also das kann man in der Regel im Plattenfehler auch einer Feldnummer zuordnen. Und dann gibt es noch die tertiären Plattenfehler, die entstehen erst während des Druckvorgangs, zum Beispiel durch Abnutzung der Druckplatte. Ja, was gibt es noch für Abarten? Da zeige ich euch dann auch noch was, nämlich die Passerverschiebung. Das ist dann, wenn verschiedene Farben in mehreren Druckschritten aufgedruckt werden, dann kann es mal sein, dass da so Verschiebungen gibt und dann ist plötzlich zum Beispiel die rote Farbe oder so vom Magenbild dann stark verschoben. Da habe ich auch einen Fall in der Sammlung, die zeige ich euch dann auch noch. Ja, dann gibt es noch Verzähnungen. Das entsteht durch falsches oder unsauberes Einlegen der Magenbögen in die Zähnungsmaschine. Butzendrucke hatte ich schon erwähnt. Das sind halt so ganz große Zufälligkeiten, können sehr imposant aussehen. Ja, dann noch zur Nummerierung von Plattenfehlern. Da gibt es mal die Nummerierung im Michel-Katalog. Da gibt es die normale Michel-Nummer, sagen wir mal 1515. Und wenn das dann der erste Plattenfehler im Michel-Katalog ist, meistens oft gibt es ja dann noch mehrere Plattenfehler für eine Michel-Nummer, dann wird es mit römischen Zahlen durchnummeriert, mit römischen Ziffern sozusagen. Dann gibt es zum Beispiel die 1515
Römisch 1 oder Römisch 2 und so weiter. Und dann gibt es noch eine interessante Nummerierung im Schandl-Katalog, auch in anderen Spezialkatalogen für Plattenfehler und so weiter. Ich weiß, da gibt es zum Beispiel 1515 klein F7, wobei dann das F7 für das siebte Feld auf der Platte dann steht, wenn das geht ja hier so los, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und wenn das 10 in einer Reihe sind, dann wäre hier das 10. Und dann ging es hier mit den 11., 12., 13., 14., 15. und so weiter, weiter. Dann gibt es sogar manchmal mehrere Plattenfehler für ein Feld, dann nummeriert man die noch mit A, B, C dahinter und so weiter durch. So viel noch zur Nummerierung. Ja, nun können wir in Medias Res gehen und uns mal die Magen in dieser Sammlung anschauen. Ob wir uns jetzt alle anschauen, wahrscheinlich eher nicht. Aber wir werden uns mal jetzt mal einen Auszug einfach anschauen und auch mal die Mittelwerte dazu nachschauen und noch was zu den realen Werten sagen. Ja, hier sehen wir die erste Seite des Albums mit allerlei Abarten. Da beginnt es mit Doppeldrucken. Ich denke, da sind viele Schmitz-Drucke, die sind am wenigsten markant, würde ich sagen. Zum Beispiel bei dieser Marke, die hat er da gleich viermal entdeckt. Und dann gibt es da so allerlei weitere Doppeldrucke. Ich muss mir mal genauer anschauen, ob da irgendwas Markantes dabei ist. Hier die, ja, man sieht es hier, die 1100 Jahre Nördlingen zum Beispiel. Da, ja, ganz klar, hier sieht der Druck ganz dick aus bei dieser Marke. Ja, hier sieht man es bei der, hier sieht man es sehr gut. Und hier noch mehr, ich denke, das sind wahrscheinlich sogar Doppelbilddrucke, keine Schmitz-Drucke, kann es jetzt nicht genau sagen. Bin hier nicht so der Experte, wie man die am besten voneinander unterscheidet. Die sind also ein bisschen schwer zu unterscheiden. Hier, die sieht jetzt nicht so markant aus. Ich versuche es dann noch abzufotografieren, die einzelnen Magen. Ja, hier sieht es ja ganz ausgeprägt aus. Da, das sieht so richtig grau aus und ganz dick. Schon fast wie ein Stempel. Also es sind ein paar interessante Exemplare und ein paar markante Exemplare dabei. Ich weiß nicht, da noch vergrößert nachher fotografieren, dass man es besser sieht. Ja, und wir haben hier auch eine Passerverschiebung und das ist eine ganz markante Passerverschiebung von dieser Wohlfahrtsmarke von den 60er Jahren. Da sieht man, da ist die rote Farbe ganz weit verschoben und auch die grüne Farbe, also da passt dann gar nichts. Also das ist eine super Passerverschiebung. Ja, zum Wert von solchen Marken, ich würde sagen, die sind irgendwo alle so im einstelligen Euro-Bereich wahrscheinlich einzuordnen. Hier unten haben wir dann noch, ja, das eine Marke vom Deutschen Reich, das ist einfach wegen am Stempel hat er die reingelegt. Deutsche Seepost anscheinend. Und hier haben wir die fluoreszierenden Marken. Das ist dann auch eigentlich keine Abart, das ist nichts Spezielles, sondern halt zwei Formen des Druckes. Die einen wurden mit Fluoreszenz gedruckt und die anderen nicht. Ja, auf der zweiten Seite, das sind wohl auch im Wesentlichen wieder Doppeldrucke. Sind jetzt nicht so markant und nicht so interessant. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zu den Plattenfehlern. Ja, ich zoome es mal etwas rein, dass man es ein bisschen besser sieht. Ich werde es noch abfotografieren. Also die 255.1, da steht ja die Inschrift 1000 Jahre Stift und Stadt Aschaffenburg. Und bei den Und, also dem D von und, das liest sich eher wie ein A. Der Schandl notiert hier für gestempelt 50 Euro und der Michel-Katalog, der stand, soweit ich mich jetzt entsinnen kann, auch bei 50 Euro. Ja, ich habe nochmal nachgeschaut, das stimmt. Und dann schauen wir uns mal die 255.2 an. Da ist die obere Steinfuge links unter dem Dörmdach. Fehlt. Schauen wir mal, ob es auch so ist. Ja, so scheint es der Fall zu sein. Da steht auch 50 Euro. Und da haben wir hier noch die, war nicht, glaube ich, nicht ganz postfrisch, soweit ich mich entsinnen kann. Ja, die, ja, und vom Wert her steht die 2
Da unterscheiden sich dann Schandl und Michel bei der 2. Der Schandl notiert hier nur. Da auch nur 40 Euro und der Michel 50 Euro und entsprechend gilt es dann auch für die 2. Ja, zum eigentlichen Handelswert, der liegt meistens, würde ich sagen, so leider nur so zwischen 10 und 20%. Die meisten Plattenfehler-Sammler möchten nämlich die Plattenfehler selbst finden und so sind sie ja ein bisschen schwer zu verkaufen und dann würde ich sie jetzt auch entsprechend niedriger ansetzen, also wahrscheinlich da hier pro Marke so um die 5 Euro oder auch etwas mehr als reellen Handelswert. Ja, dann haben wir hier die 370-1, die soll beim Feld 41 vorkommen. Ja, die ist auch im Schandl verzeichnet. Schauen wir mal, ob sie auch im Michel-Katalog ist. Ja, da ist sie auch drin. Da steht sie mit 120 Euro und im Schandl steht sie gerade mal mit 50. Schandl macht das anscheinend notiert in der Regel etwas niedriger und liegt da wohl auch etwas näher an der Realität. Und da soll die Linie des dritten Dachziegels von links unterbrochen sein. Schauen wir mal, ob das der Fall ist. Ja, ist ganz eindeutig der Fall. Dann schauen wir mal so die Werte. Ich nutze jetzt einfach mal den Schandl. Das ist fast ein bisschen einfacher jetzt nachzuschauen. Also der Handelswert dürfte bei der, naja, 120 notiert, 120 Milliarden notiert der Michel. Schandl jetzt deutlich weniger, aber so 5 bis 10 Euro könnte man dann schon bei dieser Marke ansetzen. Dann haben wir hier die 367.1, die liegt bei dem Schandl 30 notiert. Im Michel finde ich jetzt eigentlich, doch, da ist er auch, da wird sie mit 35 notiert. Schauen wir nochmal, was da so markant ist. Da ist ein kurzes P von Europa. Dann haben wir hier einen Fünferstreifen. Da weiß ich jetzt nicht, was da besonders sein soll. Dann haben wir hier, das ist wahrscheinlich wieder mehr so eine normale Abart. Hier unten, da ist die schwarze Oberleiste gebrochen. Dann schauen wir uns mal weitere Marken an. Ich will jetzt nicht mehr jede einzeln durchgehen. Man sieht jetzt eigentlich, um was es geht. Hier haben wir die 1271-2. Verwende jetzt einfach mal den Schandl und schau mal. Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Plattenfehlern. Das betrifft das Feld 34. Also diese Marke ist sehr interessant für Plattenfehlersucher. Und die steht im Schandl auch immerhin noch bei 25 Euro. Und die 1271-2, da ist die linke Wand des linken Hauses unterhalb des Giebels unterbrochen. Braucht man eigentlich eine Lupe. Manches ist hier halt jetzt so richtig winzig. Dann schauen wir mal so 1394, wo die jetzt so ungefähr im Katalogwert liegen. Also das sind anscheinend gerne, gerade dann diese 1395, da scheint es sehr viele Plattenfehler zu geben. Der notiert auch 25 Euro hier oben im Katalog. Und dann die 1395, da gibt es einen ganzen Schwung von Plattenfehlern. Ich entdecke hier jetzt im Schandl 3, 6, 9 verschiedene Plattenfehler. Manche sind richtig niedrig vom Wert und die liegen so im Katalogwert zwischen 3 und 60 Euro. Das scheint eigentlich diese 4, ja, die scheint sehr häufig zu sein. Hier haben wir eine ganze Seite damit, die steht nur 3 Euro im Katalog. Und was ist da besonders da? Verdickung in der dritten Linie des linken oberen Wellenstempels. Also hier oben ist irgendwo so ein Wellenstempel zu sehen. Also diese 1395 scheint sehr interessant zu sein, wenn man auf Plattenfehlersuche geht. Da gibt es massig, da kann man richtig viel finden. In der Kiloware oder ähnlichen, da kann man richtig was finden. Hier haben wir anscheinend auch noch eine kleine Basserverschiebung, der rote Aufdruck ist hier verschoben, aber soweit ich jetzt hier unten sehe, minimalst. Der teuerste wäre hier 1395 F34, den sehe ich jetzt hier gar nicht. Doch, das ist dann anscheinend diese 8.
er hat sie jetzt nicht nach Schandl nummeriert. Dann diese, wir gehen es jetzt einfach mal schneller durch, weil sonst der ganze Rahmen des Filmes gesprengt wird. Hier mal diese 1441, da scheint es auch massig Plattenfehler zu geben. Ja, ich zähle hier 3, 5, 8 verschiedene Plattenfehler auf allen möglichen Feldern. Sind jetzt auch in der Regel nicht so wertvoll. Die werden wahrscheinlich so 1 bis 3 Euro das Stück gehandelt. Und ich blätter jetzt hier einfach mal durch. Das sieht man ja eigentlich ganz gut, bei welchen Magen es sehr viele Plattenfehler gibt. Ich habe es euch ja schon in dem anderen Film gezeigt. Blättern wir doch einfach mal hier durch. Ich will jetzt gar nicht mehr auf jeden einzelnen Plattenfehler eingehen. Es wird dann einfach zu langweilig. Das kann man dann auch in der entsprechenden Literatur dann nachlesen und da schön selbst auf Schatzsuche zu gehen. Es ist sicher, wenn man da jetzt, es bietet sich ja auch gerade für Kiloware und dergleichen an, oder man kann mal seinen großen, die ganzen Alben mal richtig schön durchforsten, die mit 70er, 80er Jahre, 90er Jahre und so weiter vollgestopft sind, und da kann man da wunderschön auf Suche gehen mit der entsprechenden Lektüre. Also ich empfehle da jetzt besonders mal den Schandl-Katalog. Hier sieht man, den gab es mal für Mitglieder des Bund Deutscher Philatelisten, gab es den mal kostenlos, kann man aber auch im Schandl-Verlag auch direkt bestellen. Da gibt es ihn dann natürlich nicht mehr kostenlos. Das war im Rahmen einer Werbeaktion, bekam er den damals mal kostenlos. Da macht der Schandl-Verlag manchmal so Aktionen. Und wenn man da mal so die Gelegenheit bekommt, dann sollte man da auch dann zugreifen. Ja, man sieht hier auch, bei Blöcken gibt es natürlich massig Plattenfehler. Hier steht es gleich dabei, links grüner Punkt und so weiter. Wir haben es ja das letzte Mal, sind wir schon durchgegangen. Und es rentiert sich auch mal, die ungeliebten Ersttagsblätter durchzuschauen. Da finden sich nämlich auch allerlei interessante Plattenfehler auf dem Magen, zwangsläufig eigentlich. Jetzt haben wir hier eine Marke von 1984. Leider steht jetzt hier die Michelnummer nicht dabei. Schauen wir mal, ob wir was finden. Ja, das könnte, ist es die F32? Ja. Hier haben wir die F32 Plattenfehler im Schandl-Katalog notiert. Da ist die Marke 30 Mitteleuro wert, und es ist hier eigentlich recht interessant, dass es hier noch auf dem Ersttagsblatt ist. In dem Fall würde ich sogar noch einen Aufschlag draufsetzen und würde sagen, dass so ein Blatt durchaus für 5 Euro gehandelt werden könnte. Und was ist da besonders? Verdickung in der unteren Randlinie links neben 1984. Schauen wir mal. Ah, das sieht man fast nicht. Doch, na, da ist der Stempel drauf. Also hier soll irgendwo eine Verdickung sein. Müsste man jetzt mit der Lupe genauer untersuchen. Ja, und hier ist eine ganze Reihe weitere Plattenfehlern mit Ersttagsblättern. Dann haben wir auch hier einen Brief sogar mit einem Plattenfehler, und da, so wie es aussieht, sogar zweimal die Plattenfehler 1. Dann hier folgen weitere Plattenfehler. Dann haben wir hier noch mal eine Passerverschiebung. Ja, kann man erkennen, die Daumen sind teilweise grün. Hier allerlei weitere Plattenfehler. Wie gesagt, die müsste man jetzt dann alle detailliert durchgehen. Eine ganz grobe Bewertung haben wir ja schon das letzte Mal gemacht, darauf möchte ich jetzt verzichten. Aber man sieht, dieses Album, das ist sicher bei der Masse von Plattenfehlern sicher ein paar hundert Euro wert. Hier haben wir noch die berühmte 1583, die hat nicht nur Plattenfehler zu bieten, sondern da gibt es auch eine nicht fluoreszierende Marke, die dann wertvoller ist als die fluoreszierende. Aber hier handelt es sich jetzt hier auch um die Plattenfehler und nicht die nicht fluoreszierende Marke. Also hier sind massig Besonderheiten. Da ist man richtig beschäftigt mit diesem Album. Und hier haben wir vielleicht sogar noch eine
DDR-Plattenfehler. Und da geht es hier noch lustig weiter. Leider hat er hier dann nichts mehr dazu geschrieben. Die müsste man dann nochmal genauer untersuchen, diese Marke. Also man sieht mit dem entsprechenden Rüstzeug, kann man wunderschön auf Suche gehen in ansonsten langweiligen Kilowaren, Sammlungen, die sonst eher uninteressant sind. Da bieten sich natürlich dann große Sammlungen an, wo Marken zigfach vorkommen. Und da ist zum Beispiel Bund 70er, 60er, 80er Jahre ein wahres Eldorado, um auf Plattensuche Fehler oder auch auf Abadensuche zu gehen, wie jetzt diese speziellen Druckformen, Doppeldruck, Schmitzdruck, Passerverschiebung oder vielleicht sogar natürlich, dann wird es interessant, wenn einzelne Farben, ein einzelner Druckgang ausgefallen ist, dann wird es interessant, die sind dann auch mal schon mal richtig was wert. Also da kann man richtig kleine Schätze und auch große Schätze finden und das macht ja unser Sammelgebiet wieder so attraktiv. Und solche Posten, die kriegt man ja wirklich nachgeworfen und da kann man dann wirklich aus der Menge von Magen dann die Perlen herauspflücken und die Rubine und die Edelsteine und da wunderschöne Sachen entdecken. Und ist auch nebenbei ein wunderschöner Zeitvertreib, beruhigt die Nerven in dieser harten und schwierigen Zeit. Also man kann sich das Leben jetzt trotz dieses ganzen Lockdowns und dieser Krisen und so weiter mit seinem Hobby relativ schön gestalten. Ja, das war's wieder. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen. Heute war es mehr philatelistisch, weniger Schatzsuche, wobei es auch mit Schatzsuche natürlich was zu tun hat, weil man da unter, hier war ja jetzt schon alles aufbereitet. Hier ist jetzt alles schön notiert, was Plattenfehler sind. Das hat jetzt den Film erleichtert. Aber richtig reizvoll wird es ja mal, wenn man da so eine Kiste oder was da einfach mal nach Plattenfehlern und so weiter durchsucht. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich über eure Likes, erhobener Daumen also, über eure Kommentare, Fragen versuche ich zu beantworten. Und Anregungen nehme ich gerne entgegen und wenn euch dann noch was Besonderes aufgefallen ist, was ich jetzt nicht so erkannt habe, dann würde ich mich über eure Kommentare und Antworten und Anregungen sehr freuen. Ja, dann auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal auf meinem YouTube-Kanal Maratomi. Auf Wiedersehen!